Hallo und herzlich willkommen. Wenn die Wade krampft, dann ist es meistens wirklich, wirklich mühsam. Es geht schwer voran und mit Sport ist es quasi aus. Jeder von euch, der regelmäßig läuft, hat sicher schon mal mit Wadenproblemen gekämpft. Und wir erklären euch jetzt, was in eurer Wade genau bei Beschwerden passiert und wie ihr diese schnellstmöglich wieder beseitigen könnt. Also, jetzt kommen ein paar Tipps für die Wade. Kommen wir gleich zur ersten Beschwerde, die in deiner Wade auftreten kann. Die Wadenverhärtung. Die Wadenverhärtung ist auch die Beschwerde, die in der Wade bei den meisten Läufern auftritt. Die größte Ursache dafür ist bei den meisten Läufern einfach, dass das Trainingspensum zu groß ist. Das heißt einfach, die Umfänge, die trainiert werden, sind zu groß. Und vor allem auch die Steigerung dorthin passiert einfach zu schnell. Das heißt, wenn ihr Beschwerden in der Wade habt, versucht euren Umfang ein bisschen zu senken und vielleicht ein bisschen weniger zu trainieren. Auch Vorfußläufer sind sehr häufig von Wadenbeschwerden oder in Form von Wadenverhärtung betroffen, weil einfach die Achillessehne mehr arbeiten muss und dadurch die Wade schneller verhärtet. Auch ist es so, dass vor allem die Wadenbeschwerden eigentlich nur eine lokale Ursache haben, weil die Kapillaren drücken auf die Blutgefäße und deshalb wird die Wade schlechter durchblutet. Was heißt das für uns Läufer? Wir müssen Maßnahmen setzen, dass die Wade besser durchblutet wird. Das kann man einerseits machen durch Massage oder indem man Produkte wie zum Beispiel Black Roll, Ball oder Rolle hernimmt und auch mit denen einfach über die Wade drüber fährt. Und außerdem kann auch ein Saunagang helfen oder einfach Maßnahmen zur Regeneration der Muskeln. Und wenn ihr jetzt sehr häufig unter diesen Beschwerden, also unter der Wadenverhärtung leidet, dann solltet ihr auch mal euren Laufstil überdenken und nochmal schauen, ob ihr wirklich den richtigen Laufschuh habt. Weil das kann auch ein Grund sein, warum die Wade schnell verhärtet. Wadenkrämpfe, die kennt wahrscheinlich jeder. Hier müssen wir aber zwischen zwei Arten von Wadenkrämpfen unterscheiden. Einmal denen, die in der Nacht auftreten und dann die, die mit dem Sport verbunden sind. Weil die in der Nacht auftreten, die sind meistens auf einen Magnesiummangel zurückzuführen. Das heißt, die können wir ganz einfach beheben, wenn wir uns einfach wieder öfter Magnesium zuführen. Während hingegen die Krämpfe während dem Sport darauf zurückzuführen sind, dass der Mineralhaushalt des Körpers durcheinander gekommen ist. Und so, wie das zum Beispiel Natrium, welches durch Schwitzen verloren geht, eben fehlt und dadurch die Muskeln verkrampfen. Wenn man jetzt falsch trinkt, also nur reines Wasser zum Beispiel, dann führt man seinem Körper keine weiteren Mineralstoffe hinzu. Und gerade bei längeren Läufen kann es oft dadurch eben gerade dann zu Krämpfen kommen. Wenn ich jetzt aber richtig trinke und meinen Körper regelmäßig versorge, dann laufe ich nicht so schnell Gefahr, einen Wadenkrampf zu erleiden. Das heißt, ihr seht ganz einfach, wenn ihr Wadenkrämpfe in der Nacht habt, dann ist es ein Magnesiummangel. Wenn ihr aber während dem Sport einen Krampf bekommen solltet, dann liegt das meistens daran, dass ihr eben zu viel Mineralstoffe verloren habt und diese einfach wieder zuführen müsst in Form von flüssigen Getränken zum Beispiel. Die nächste Verletzung, die auftreten kann in einer Wade, ist der Muskelfaserriss oder eine Zerrung. Der Unterschied zwischen Faserriss und Zerrung liegt eigentlich jeglich nur in der Quantität des geschädigten Muskelgewebes. Eine Zerrung und ein Faserriss treten eigentlich nur auf, wenn der Muskel plötzlich eine sehr hohe Spannung erfährt. Das heißt, beim Joggen oder wenn du normal langsam laufst, ist die Gefahr, dass du einen Muskelfaserriss oder eine Zerrung erfährst, sehr gering. Viel höher ist die Gefahr hingegen dabei, wenn du einfach plötzlich schnelle Sprints machst oder einfach andere schnellkräftige Bewegungen, wo schlagartig auf deinen Muskel eine hohe Spannung wirkt. Deshalb ist es vor allem wichtig, wenn du vor schnellen Einheiten oder auch schnellen Krafteinheiten, musst du deine Muskeln sehr gut aufwärmen, damit sie eben schon auf diese hohe Spannung vorbereitet sind und eine Zerrung oder ein Faserriss nicht so leicht entstehen kann. Eine Zerrung erkennst du daran, dass du plötzlich einen sehr, sehr starken Schmerz hast. Und beim Faserriss hast du natürlich auch einen sehr, sehr starken Schmerz und neben dem Schmerz siehst du auch noch eine Einblutung und kannst auch teilweise, wenn du mit dem Finger drüber fährst, so eine kleine Eindellung spüren. Und so erkennst du den Unterschied zwischen Zerrung und Faserriss. Probleme mit der Wade sind quasi Pech. Genau, deshalb sollte man auch die Pechregel anwenden. Denn wenn du die Pechregel ganz einfach befolgst, dann kannst du vielleicht bald wieder richtig losstarten. Wir haben hier vier Buchstaben und jeder Buchstabe hat eine wichtige Bedeutung. Zuallererst mal die Pause. Gönn dir eine Pause
mach ein paar Tage ruhigeres Training. Du musst nicht ganz auf dein Training verzichten. Das heißt, du kannst noch ein paar Spaziergänge machen. Aber mach jetzt nicht gleich wieder volle Läufe am nächsten Tag. Nach 2 Tagen kannst du dann, wenn es schon wieder besser geht, schon wieder mit dem Training starten. Halt alles gemäßigt und nicht auf volles Rohr. Dann kommen wir zum E. Eis. Eis ist nicht nur gut, wenn im Sommer, schmeckt lecker. Nein, du kannst dir auch Eis zur Kühlung auf deine Wade legen. Dieses hilft, die Muskulatur zu entspannen und eben gegen die Wadenprobleme, sei es eine Zerrung, ein Krampf oder sonstiges gewesen, gut entgegenzuwirken und die Regeneration zu fördern. Auch Compression kann helfen. Compression können wir erzielen, indem wir zum Beispiel Compression Socks oder andere eng anliegende Kleidung anziehen. Also es gibt ja auch so Compression Underwear. Da ist es einfach wichtig, dass du diese einfach anziehst, weil du kannst sie ja jederzeit anziehen, weil es sieht eh keiner, was du eigentlich drunter anhast unter einer normalen Hose. Und dadurch, durch diese Kompression, werden auch die Muskeln eben dadurch gelockert und die Durchblutung gefördert. All das ist eben wichtig, damit du dann schnell wieder fit wirst. Und dann kommen wir noch zum letzten Punkt der Pechregel, das Hochlagern. Lage dir mal die Beine hoch, stell die Laufschuhe für 2 Tage, wie wir vorher bei der Pause schon gehört haben, in eine Ecke und dann schau, dass du dich wenig bewegst mit deiner Wade. Weil umso weniger Bewegung die Wade machen muss, umso schneller kann sie sich erholen. Und so läufst du dann nicht in Gefahr, für eine Woche oder 2 Wochen auszufallen, sondern schon nach 2 Tagen wieder richtig zu starten. Und das waren sie eigentlich auch schon, die Erscheinungsbilder, die bei Wadenbeschwerden auftreten können. Wir hatten einerseits die Wadenverhärtung, den Wadenkrampf, die Wadenzerrung oder den Faserriss in der Wade. Jetzt weißt du, wie du diese Dinge erkennst und vor allem, was du dagegen machen kannst, wenn du sie hast. Und das Wichtigste ist, Durchblutung fördern. Und wie kann man das Ganze nochmal machen? Ja, da haben wir eben entweder das Compression, also die Kompression gehört, oder einfach das Hochlagern, weil auch das fördert schon die Durchblutung. Und ganz wichtig, das Eis. Aber einen wichtigen Punkt gibt es auch noch, wenn ihr öfter Probleme mit der Wade habt. Schaut, dass eure Wade schön elastisch ist. Das heißt, dass ihr gut gedehnt seid. Die Beweglichkeit in der Wade sollte gegeben sein. Und wenn ihr öfter irgendwie dort eben dann Muskelverhärtungen habt, dann solltet ihr vielleicht überlegen, doch ein bisschen mehr zu dehnen. Und ihr könnt auch, wenn ihr öfter Wadenbeschwerde habt, analysiert nochmal euren Laufstil. Vielleicht könnt ihr da noch was finden, was die Wadenprobleme einfach häufiger machen. Und vielleicht könnt ihr diesen Laufstil dann ändern, dass ihr diese Beschwerden nicht mehr so häufig habt. Und was ihr auch noch machen könnt, ist das regelmäßige Rollen mit der Black Roll oder anderen Produkten, wo man einfach die Wade selber ausmassieren kann. Wir hoffen, dass ihr keine Probleme mit eurer Wade habt. Sollte doch hin und wieder etwas auftreten, dann könnt ihr auf die Tipps, die wir eben gerade genannt haben, zurückgreifen. Ansonsten haben wir eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Man sieht es hier im Video, der Schranken war am Anfang des Videos noch offen, jetzt ist er zu. Bei eurer Wade hoffen wir, dass es jetzt genau andersherum ist. Am Anfang des Videos war sie noch verspannt und zu und jetzt ist sie offen und ihr könnt ohne Probleme und ohne Schmerzen wieder trainieren. Also, haut rein, viel Spaß beim Sporteln und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.